Die Causa rund um die Wien Energie, dazu hat sich nun auch Peter Kraus von den Grünen geäußert, Parteivorsitzender der Grünen Wien. Er sprach darüber, dass die Grünen nun eine schriftliche Anfrage an den Wiener Bürgermeister stellen möchten und dazu auch einen umfangreichen Fragenkatalog vorbereitet haben. Zu den Fragen gehört unter anderem, wenn es ein Schutzschirm war, den man für Wien Energie gespannt hat, warum behält man es dann für sich? Viele Fragen sind noch offen und viele Antworten sind noch ausständig. Das Darlehen, das erste für Wien Energie, das wissen wir mittlerweile, so Kraus, das gab es im Juli. Ganze 700 Millionen wurden dort vorbei an den Gremien für Wien Energie freigemacht. Das zweite Darlehen, das gab es dann am Montag, aber so meinte Kraus, man sah bei der Pressekonferenz mit Bürgermeister Ludwig und Finanzstadtrat Hanke sehr viele nervöse Gesichter, vor allem drei nervöse Männer, die sich dort geäußert hätten. Da gäbe es noch einige Fragen, die geklärt werden müssten, und man wolle zusätzlich auch eine Untersuchungskommission zusammen mit der ÖVP Wien einrichten. Da könnten dann noch weitere Umstände geklärt werden. Die FPÖ, die hatte angesprochen, dass man sich ebenfalls schon überlegen würde, eine Anzeige gegen den Wiener Bürgermeister und auch gegen den Finanzstadtrat Hanke vorzustellen. Ob die Grünen ebenfalls eine Anzeige gutheißen würden, das ist abzuwarten. Ihnen sind noch viel zu viele Fragen offen, noch vieles, was geklärt werden muss. Kraus hieß es auch gut, dass der Bundes- und Stadtrechnungshof nun aktiv werden wird und sich das Unternehmen Wien Energie noch einmal genau anschauen werde.